Warum soll eine Jugendliche, die in der Blüte ihres Lebens stand, all ihre Lieben hinter sich lassen und sterben? To tell the world that this what happened is not normal and this is illegal and we have to enact a law. Und ich bin hier, weil ich der Überzeugung bin, dass Menschen nicht durch Religion sterben sollen, sondern dass jeder Mensch die Freiheit hat zu leben und dass Religion kein Motiv ist zu sterben. Wir sind heute hier versammelt, um zu trauern, den blutigen Tod der 27-Jährigen zu bezeugen. Es ist bereits das zweite Mal, dass in kürzester Zeit Menschen ihr Leben durch Zwangskonvertierung verloren haben. Ignorieren wir die Taten der Zwangskonvertierungen in Korea, dann ist das so, als wenn man die Opfer zum zweiten Mal tötet. Wir alle sollen gemeinsam die Stimme erheben und mit einem Herzen den Opfern gedenken und ausrufen, dass diese Gesetzlosigkeiten nie wieder zugelassen werden. Religionsfreiheit! Religionsfreiheit! Religionsfreiheit!